Sie sind deutsche Staatsbürger, geboren in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Die sechs jungen Männer zwischen 17 und 26 Jahren verbergen ihre Gesichter. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, dass sie nach Syrien reisen wollten, um sich dort dem sogenannten Islamischen Staat anzuschließen. Den Angeklagten wird die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen. Sie sollen sich spätestens ab Mitte 2015 zunehmend religiös radikalisiert und dem Salafismus zugewandt haben. Dabei sollen sie auch geplant haben, sich dem Dschihad anzuschließen und einen bewaffneten Kampf gegen Feinde des IS zu führen. Dies insbesondere auch durch Attentate und Selbstmordanschläge in und außerhalb Syriens. Anfang April sind die Angeklagten vom Hauptbahnhof aus mit dem Zug in Richtung Türkei aufgebrochen. Bei Grenzkontrollen fiel der 17-Jährige wegen seiner falschen Ausweispapiere auf. Zum Prozessauftakt kamen heute auch zahlreiche Sympathisanten in den Gerichtssaal. In Hamburg beobachtet der Verfassungsschutz die salafistische Szene mit aktuell rund 800 Mitgliedern. Die Hälfte von ihnen gilt als gewaltbereit. Salafisten sind verschieden vernetzt. Das geschieht durchs Internet, das geschieht durch Koranverteilungsstände, wo es zum persönlichen Kontakt kommt, auf vielfältige Art und Weise. Und in solchen kleinen Zirkeln werden dann natürlich auch Ausreisepläne geschmiedet. In den vergangenen 5 Jahren sind etwa 80 Menschen von Hamburg aus nach Syrien gereist. Vor allem Jugendliche sind das Ziel der Propaganda. Zuletzt wurde der Hamburger Verfassungsschutz mit 30 neuen Mitarbeitern massiv verstärkt, als Offensive gegen den gewaltbereiten Islamismus. Die Sicherheitsbehörden haben den dschihadistischen Salafismus seit Jahren auf dem Schirm und es sind zahlreiche Ausreisen verhindert worden in Zusammenarbeit mit den Bundesbehörden, mit Kolleginnen und Kollegen auch im europäischen Ausland. Und dass diese Gruppe festgenommen wurde, ist ja ein Zeichen dafür, dass die Zusammenarbeit funktioniert. Der Prozess gegen die 6 Salafisten dauert voraussichtlich bis zum Frühjahr kommenden Jahres.